Servus Leute, im Moment läuft die Downtime für den Patch 14.9 und Arena 0.1.8, glaube ich. Auf jeden Fall werden Arena und EFT verbunden durch einen Trader und vieles weitere. Und dazu gibt es Patch Notes und die schauen wir uns in diesem Video mal an. Viel Spaß! EFT und Arena werden synchronisiert zusammengeführt und wie genau das aussieht, das steht hier in den Patch Notes, die verlinke ich euch natürlich auch einmal unten, wenn ihr es selber durchlesen wollt. Und auf jeden Fall Arena Patch 1.8, ich glaube, sie reden hier erst über Arena und dann geht es um EFT. Added Synchronization of the Game Profiles between Escape from Tarkov und Escape from Tarkov Arena, also wird zusammengeführt, wie gesagt. Dann Progress wird synchronisiert. Charakter, also Level wird synchronisiert, dann wenn man XP bekommt in Arena und in EFT, dann geht es beides aufs Charakterlevel, wie genau das aussieht und wie schnell das dann geht, bleibt abzuwarten. Dann wird es einen neuen Trader geben, den Ref, ist auch der Host, der Ansager, und mit dem wird es auch Reputation geben, die es zu steigern gilt und das Ganze passiert wohl mit Quests in Arena und in EFT. Und außerdem der Charisma-Skill geht auf Arena und EFT, also Commission Fees, also wenn man was transferiert, kostet es wohl eine Gebühr und da geht der Charisma Skill drauf. Und dann außerdem Webmastery und die Skills an sich werden in EFT Arena und in EFT gelevelt und ich glaube, sie haben auch mal gesagt, dass es so ist in Arena, der Fairness halber, bleibt es für alle gleich, aber man levelt trotzdem in EFT den Waffenskill. Dann, wie das mit dem Profile Reset funktioniert. Resetting the Game Profile on the website resets progress in both EFT and EFT Arena. Und der separate Reset für PvE wird später kommen. Das heißt aber auch, wenn man resettet, also wenn man sich selber wiped, dann wird in Arena nicht der Player Rank wird nicht resettet. ARP, also ja hier Ranked, sein Rang wird nicht resettet und die Presets werden auch nicht resettet. Dann der neue Trader Ref, also auch der Host, also der Ansager, wird in Arena sein, dann auch in EFT natürlich. Und Ref provides the unique service of transferring items from EFT Arena to EFT including. Also man kann Rubel hin und her schicken, man kann GP Coins hin und her schicken, Lega Medals, das ist ein neues Barter Item, mit dem man wohl ja hochklassige Sachen bei dem kaufen kann und die kriegt man wohl über ja Quests und allgemein Progress. Und es gibt ein tägliches Transferlimit, okay, und dann hier 20% sind die Gebühren für Rubel, 5% für Gegenstände und Fees are reduced by Charisma Skill, wird dadurch also deutlich wichtiger, der reduziert das Ganze. Muss man dann wirklich im Game sehen, wie sich das Ganze darstellt und wie sich das lohnt, das kann ich euch später sagen. Und dann Transfers from EFT Items, Transfers from EFT appear to EFT Arena upon Login in, also man kriegt halt einfach eine Mail dann. Dann Quest Chain, es gibt eine neue Questreihe und zwar initially, the trader is locked for interaction in EFT to unlock complete Skier's task Easy Money. Also man muss das in EFT erst freiquesten. Beginnt mit der Quest Easy Money bei Skier. Und einige dieser Quests müssen in Arena erledigt werden. Und alle Quests all tasks can be accepted only in EFT and rewards are also claimed there. Also man muss die Quests in EFT annehmen, aber sie dann teilweise in Arena erledigen. Dann Operational Tasks. In Arena wird es 3 Daily Tasks geben und eine Weekly, so wie wir es auch in EFT kennen. Und es wird verschiedene Typen geben von diesen Dailies. Elimination. Ja, Leute töten mit Spezifikationen dieser Waffe im Game Mode, dies, das. Dann muss man Matches gewinnen oder Runden gewinnen. Und das Ganze wird dann in den Daily Quests schon stehen. Und dann die Rewards werden sein Experience, Rubel, GP Coins, Trader Reputation, Lega Medals. Das ist wirklich das Interessante, diese Lega Medals, weil dafür kriegt man, glaube ich, das gute Zeug. Und Task Limits, Separate Task Limits in EFT Arena and Independent of EFT Limits. Separate Task Limits in EFT Arena, Independent of EFT Limits. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das heißt. Dann Task Replacement is available at a lower cost compared to EFT. Also man kann auch die Tasks rerollen. Reward Type and Size dependent on Task Difficulty, which in turn depends on Character Level and Task Conditions. Also die haben wieder unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und ja, basiert auf Character Level und Task Condition. Okay, also wird halt ähnlich sein wie in EFT mit den Dailies. Dann der Stash. Es wird einen Arena Stash geben, der ist 10x300 Slots. Das sind 30 rein? Nee. Moment, 10x300? What? Das sind 3000 Slots, okay.
Bin mir jetzt gerade nicht sicher. 10-mal. Das ist größer als die Unheard Edition. Egal, nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat man jetzt einen Stash in EFT Arena. Und da soll wohl alles reingehen. Wird wohl nicht so wichtig sein, wenn der so groß ist. Und dann available in the task tab on the carrier screen on the service tab with the new trader. Okay. Dann ist Interface, edit a task tab to progress display to display progress. Es gibt einen Task-Tab in Arena. Task-Tab outside matches im Match, okay. Dann Shootout 2 gegen 2 und 3 gegen 3 wird im Ranked nicht erstmal disabled, aber wird für Custom-Matches noch verfügbar sein. Wird wohl reworked. Und hier kommen die Patch-Notes für EFT selber. Neuer Trader, der Trader-Ref, haben wir darüber geredet. Der wird natürlich auch da sein. Dann Easy Money, die Quest bei Skier. Der Trader, den gibt es nicht. Den Trader gibt es nicht im PvE-Modus. Nur im PvP-Modus. Und dann Ref verkauft folgendes. Sehr gut modifizierte Waffen. Rare Weapon Mods. Rare Weapon Mods, ja, okay. Bleiben wir mal beim Englischen. Rare Armor, Plates, Helmets, Backpacks, Packs of Rare Ammunition. Okay, man kann auch Ammo bei ihm kaufen. Containers, Key Tools, Medical Case, Granite Case und so weiter. Man kann Container bei ihm kaufen. Crafting-Zeug fürs Hideout. Signalpistole mit Charges. Und interessant hier, Key to Rooms of the Fallen Arena Gladiators. Es wird Räume geben, die bloß mit diesen Keys geöffnet werden können. Wahrscheinlich einmal use. Keys to Rooms of Fallen Arena Gladiators muss man sich wahrscheinlich in der Arena freispielen. Dann kann man in EFT bestimmte Räume öffnen, wo wahrscheinlich gutes Zeug drin ist. Interessante Sache. Schauen wir uns natürlich an. Und das meiste wird für GP-Coins verkauft. Und Rare-Items und Barter-Items für Lega-Medals. Und die kriegt man halt... ja, Difficult Operational Task in EFT Arena. Ich hoffe, die kriegt man noch ein bisschen weiter. Aber denke ich, dass es nicht nur die Daily sein wird. Und Ref kauft Ammo und ja, was er dann kauft, werden wir dann sehen. Purchase Price increase with Trader Reputation Level. Okay. Dann gibt es hier den Transfer Service. Man kann von EFT zu Arena Rubel, GP Coins und Lega Medals schicken. Dann gibt es hier wieder ein Daily Transfer Limit. Und das basiert auf der Edition. Wahrscheinlich mit anhört am meisten und danach weiter nach unten geht immer weniger. Dann hier die Transfer-Fees 10%, 5% und Charisma Skill spielt natürlich auch wieder eine Rolle. Transfer from EFT to EFT Arena is unavailable until the trader is unlocked. Transfer from EFT Arena to EFT is always. Also von Arena auf EFT kann man immer schicken. Von EFT zu Arena muss man aber erst freiquesten. Transfers wird über das Messaging-System, okay. Dann neues Item, es wird das Arena-Armband geben mit Champions Mark, okay. Dann wird es den Wasteland Gladius Melee Weapon geben. Muss man sich wahrscheinlich irgendwie über Arena freispielen. Und den Theta Secure Container, Ultimate Arena Champion Reward, 10 Slots. Also man kann sich einen Container freispielen. 10 Slots, das ist größer als der Gamma. Muss man ja mal sagen. Kleiner als der Kappa, Kappa ist 12 Slots, der ist 10 Slots. Aber größer als der Gamma kriegt man, wenn man Arena spielt. Da halt bestimmte Sachen erreicht, wird es wahrscheinlich nicht so einfach sein. Und New Items are Rewards or Unlockable for Purchase by Completing Rest Question. GP Coins stacken jetzt bis zu 20, Value wurde auf 7500 reduziert und kann nicht mehr auf dem Flea oder sowas verkauft werden. Items Privacy Barter, also alle GP Coin Barter Trades sind jetzt bei Refs. Und Personal Trader Limit für Edge of Darkness ist jetzt und Unheard Owners. Ist jetzt 20% erhöht. Das ist eine Belohnung für EOD und Unheard Owners, die von EOD geupgradet haben. Und man kann jetzt das Profile Badge und den Nickname umstellen, je nachdem, welche Edition man hat. Also man kann zwischen EOD und Unheard umstellen. Und ja, das war's mit den Patch Notes. Auf jeden Fall, da muss man schauen, wie sich das dann spielt. Das wird eine sehr interessante Sache. Auf jeden Fall muss man auch wieder Arena spielen. Ich werde heute wieder Arena spielen. Wir schauen uns das Ganze natürlich auf dem Stream an und ja, sprechen dann über alle Feinheiten. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Live heute ab 16.30 Uhr. Schaut mal vorbei, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar, ihr könnt mir ja mal schreiben, auf was ihr euch am meisten freut, was euch da bei den Patchloads ein bisschen ja, fehlt und so weiter. Ab in die Comments damit. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting days to get